oder so. Aber ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir werden nicht verfolgt. Ja, aber läuft doch schon recht gut mit dem Fahren. Das... Oh, fuck. Ich korrigiere, es läuft beschissen. Meine Karre wäre jetzt wieder voll im Arsch. Verdammt. Naja, meine Fahrkünste. Meine Fahrkünste. We're gonna get paid, bro. Give us a call, okay? Yeah, dude. Let's hang. Jo, nee. Bestimmt nicht. Welche Mission als nächstes? Ich würde da super gern Yusuf machen, aber ich will Abwechslung reinbringen. Also machen wir mal Mori. Und, da müssen wir jetzt voraussichtlich hinlatschen oder besser gesagt hinfahren. Davor schubsen wir aber noch ein paar Leute aus dem Weg. Boom. Kommen die mit ihrem fetten Arsch schubsen auch noch um. Oder die mit ihrem fetten Arsch. Verdammt, ich brauche hier einen Hotdog-Stand oder... Nee, ich gehe jetzt zu Burger Shot. Halt, stopp! Ah, ich liebe es. Die Folge war so geil von Frauentausch. Wirklich, der hat sich angestellt wie so mein kleiner Neffe. Da, der ist übrigens 4 Jahre alt. Peinlich, ich weiß nicht, wie alt mein Neffe ist. Blöd. Nein, er ist auf jeden Fall 4 Jahre alt. Und wenn dann meine kleine Nichte, die ist 2 Jahre alt, nee, falsch, 3 Jahre, wieder peinlich, weiß wieder nicht, haha. Nein, auf jeden Fall, wenn meine 3-jährige Nichte dann auch irgendwas machen will im Garten helfen und sagt, so sagt mein Neffe immer, Noi, das machst du, Itta, das ist viel zu gefährlich und das ist so genau das gleiche wie Andreas. Wenn er sagt, der Kloreiniger, das macht nur er, das ist zu gefährlich, da hätte ich gar nicht erst, wenn ich die Frau gewesen wäre, ich hätte nicht irgendwas gesagt von, die hat sich da irgendwas gesagt von, ja, guck mal, das benutze ich tagtäglich im Haushalt und sieh da, ich lebe noch. Und da ziehe ich auch keine Handschuhe für an. Und das hätte ich eben nicht gemacht, ich wäre froh drum gewesen, hey, der Spaß, die denkt, das ist zu gefährlich, cool, da macht er die Arbeit, dann muss ich schon kein Klo putzen. Das Klo von dem hätte ich sowieso nicht gern geputzt. Also wenn man davon mal absieht. So, dann holen wir uns jetzt hier mal ein schönes, schönes Taxi. Zu Wegpunkt Mori. Und ab dafür. Gracia Papi. Number 3. 33! 30... Oh, come on! Come on, one more! Come on! Ah, screw you, Morty! Why you gotta be such a cock? Oh, I'm sorry. Oh, fuck you, Morty! Fuck me? Fuck me? You can't fuck me, baby B. Name one thing you have ever been able to fuck me at. One thing! Huh? I lift more weights. I fly better choppers. I have better cars, I screw better women. Hell, I screw women. My bling ain't CZ, and my paper ain't a photocopy. What's up, Lou? So again, one! Hey, Maury, I gotta side with your brother on this one, man. I mean, you're fucking annoying. I mean, I work in nightclubs, I hang out with gangsters. I meet assholes 24 hours a day. But you? You take the cake, man. Oh, jeez, I'm sorry. Sorry that I'm trying to toughen up my little bro here. My little bro, who I love more than life itself. And you think that you can interfere with that? Yeah, I think maybe you're taking the tough love thing a little too far, man. Damn. I got sent to juvie when I was 17 years old for shooting a teacher who felt up my sister. They tried the tough love thing with me. It didn't fucking work too well. So maybe try a different fucking approach. No what? Boah, voll der Harte, ey. I think you might be right. Come on, baby B. Let's hug it out.
Yeah? Let's hug it out. Okay. I love you. I love you. I do. I love you. It's just the truth is I'm jealous. I am. I'm jealous. Jealous that you are dating such a wonderful guy as Lou here. It's Luis. Whatever. I'm only kidding. Come on. So an Arschloch. You guys are a couple of pent-up queens, I swear. Come on, let's go have some fun, huh? You too, B. Come on, stop sulking. Jesus, you're pathetic. I love you, but you are such a pussy. Come on! Der fühlt sich jetzt wieder stark. Wie geil. Wie geil. Wie geil. So. Oh, nach rechts. I walk alone. Ja, die Musik in GTA ist wie immer grandios. So, wir machen uns auf zu... ja, wo geht's denn hin? Nein, stimmt. Ah, ja, ne, kommt mir bekannt vor. Jetzt erinnere ich mich. Das war eine geile Mission. Miau. Oh, B, shit, before I forget, there's this email that I got that I thought you'd be interested in. Oh, yeah? What's that? Well, you see, it's this doctor. He's a fucking genius. Yeah, he says he's made this pill that is gonna sort out that penis problem you got. Oh, man, komm, verpiss dich doch. Hau doch ab. Komm, geh weg. Komm, gang, du sterbe. Komm, gang. Gang, Euwach. Ja, fahr mir auch noch rein. Dip. Boah, die Horsts haben ja alle ihre Führerscheine im Lotto gewonnen, oder was? Ohne Blinke einfach da auf die andere Spur wechseln. Was seid denn ihr für Knaben, ey? Boah. Scheiße, Mann. Die können ja alle nicht Auto fahren. Das ist einfach eins, was ganz klar ist. Den hätte ich jetzt umgefahren, wenn er kein Bulle gewesen wäre. Auf wie viel habe ich dann den Verkehr eingestellt? Auf 50. Boah, was ich noch machen könnte, ist vielleicht mal diesen V-vertikale Synchronisation aus. Dann muss ich einen Schnitt machen, weil es so ein Spiel abkackt und so weiter und so fort. Bis gleich. So. Da geht es auch schon weiter, weil das Spiel gerade GTA 4 und Erweiterungspacks kacken immer ab, wenn man Grafikeinstellungen mit Fraps-Aufnahme übernehmen will. Da kriegen die sich irgendwie ein bisschen in die Haare. Bisschen blöd, aber was soll man machen? Why? Ich könnte jetzt mal so ein Leben, wie es im Multiplayer gibt, gebrauchen. Ey. Die Karre ist so im Arsch, Mann. Das schaffe ich. Ja, doch, das schaffe ich. Ich habe schon sagen wollen, das schaffe ich doch nie bis dahin. Puh. I walk alone. So. Der ist eine geile Mission. Pass mal auf. Das war 11 hier, ne? Hey, buddy, thanks for the tip-off. Here you go. Huh? Oh, thanks, bro. Hey, don't go spend that all in one place, chump. All right, people. Money talks and idiots walk. Break down my car, man. Okay. Cool. Komm schnell, jetzt. Oh, ah ne, ist Bruce hier. Okay, schade. Wäre das Mori gewesen, dann hätte ich die Karre, die Dinger wieder hochgelassen. Hier will doch keiner. Das reagiert aber sehr schnell hier. Steig in den Wagen. Ja, ich habe sogar ein geiles Headset. Stylisch. Wahrscheinlich sogar mit Bluetooth. Mit Blauzahn. Miau. Da. Oh, fuck. Oh. Oh, fuck! Eigentlich wollte ich ja nur gucken, ob meine Lichter noch gehen. Ach, das ist ja Taurus, ey. Das ist ja kein Rennen, das ist nur so was Spaßmäßiges. Wenn wir gewinnen, dann wird er uns vielleicht loben. Wenn wir verlieren, wird er sagen, oh, Pussy. Was weiß ich, keine Ahnung, ist mir auch Wurst. Ja, Mann, fahr mir vor die Karre, du Hurensohn!
Meine Fresse. Dumm, ey. Echt, die kuferne Milchbrötchen, ey. Wenn überhaupt. Ja, ja, ist klar. Komm, nach der Folge ist Schluss, Mann. Ihr merkt es vielleicht auch schon, ich bin sehr leicht aufzuregen, was solche Spiele angeht. Also da bin ich echt so leicht in Rage, das ist echt unglaublich. Komm jetzt, Mann, es muss doch möglich sein, ey. Na Gott sei Dank, ey, ihr habt mich noch nie ausrasten sehen. Früher, als ich noch ein bisschen kleiner war, so 14 oder so. Ey, da, ich habe so viele Tastaturen geschrottet, ey, das war echt heftig. Wow, also das war echt assi, was ich damals abgezogen habe. Bam, fick dich. Wow. Hoi. Oder man hat's auch bei Saints Row gesehen, das war ja wohl ein Musterbeispiel von meinen Nerven, ey. Ganz, wow, Treppe. Ganz ehrlich, weil Saints Row, das war richtig schlecht von mir, das muss ich sagen. Mein Saints Row 3 Let's Play fand ich persönlich richtig scheiße. Ich wünschte, ich könnte es mal von vorne machen, aber da, ihr könnt euch vorstellen, habe ich voll...